Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Isle of Zibda Age of Sorcery. Gameplay mit Mods. Und zwar Episode 4. Ich bin mittlerweile Level 25. Das ist, ich glaube, bei 24 waren wir in der letzten Folge. Ich habe... Ihr seht, ich war regelmäßig hier bei Fluchtwacht Feste. Und habe gehofft, dass ich hier noch irgendwas Brauchbares finde. Beim ersten oder beim zweiten Mal haben wir hier ja Amurat the Swift, den Bogenschützen, gefunden. Aber naja, es war nichts Tolles dabei. Aber immerhin, wir haben 3 Seiten und 24 Seiten mit fehlgeschlagenen Zaubersprüchen. Mit denen können wir jetzt im Moment noch nichts anfangen. Aber da können wir auf jeden Fall, sobald wir dann einen Zauberer hier am Tisch haben, dann auch wieder Zauberspruchseiten draus machen. Was ich gelernt habe, ist, dass die Dreier haben eine Chance auf ein Package. Und da ist auch eine Chance auf die Zauberspruchseite drin. Manche haben direkt eine Zauberspruchseite, die diese droppen. Die Zweier, wenn überhaupt, haben die Fehlgeschlagten. Und ich glaube, bei den ganzen Einser war nicht einer dabei, der irgendwas Sinnvolles dabei hatte. Die haben halt dann ganz normale Gegenstände. Wie gesagt, ich war fleißig. Ich habe hier so einen Futterdruck gemacht. Bei den kann man am billigsten herstellen. Da vergammelt das Zeug deutlich schneller. Langsamer, langsamer, langsamer. Ja. Und ich habe hier mittlerweile... ich war zweimal Eisenfarm, weil mir langweilig war. Aber insgesamt ja, waren das eher alles Drops, beziehungsweise aus dem Ding, aus den Kisten eine Menge Schwarzhammer, ein bisschen Weißhammer, das ist schön. Und hier, jetzt kommt's, dadurch, dass ich Level 25 bin, habe ich Autorität voll, das heißt, die Getreuen kriegen zusätzliche Punkte, nämlich 20 Punkte auf alle ihre Attribute drauf. Und das macht zum Beispiel hier, wenn ich sage Folgen, macht aus ihm hier oder ihr einen Follower, der jetzt schon 13.000 Leben hat. Also das ist ganz ordentlich. Was wir jetzt machen ist, was brauchen wir? Wir brauchen hier Wildfleisch. Das kriegen wir hier gleich um die Ecke. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also theoretisch, theoretisch können wir 3 neue Zauberlevel erreichen. Aber mal gucken, wie es läuft. Und wenn wir hier so weit durch sind. So, herstellen. Der Tisch leuchtet. So, oh, sieht cool aus. Die Corruption nimmt zu. Man sieht jetzt so langsam auch die äußere Veränderung. So, was haben wir gelernt? Ich habe nicht aufgepasst. Wissen, Zauberei, Tüllen, gar nichts haben wir gelernt. Gehen wir hier weg. Haben wir abgebrochen? Nö. Nee. Zauberspruchseite. Was haben wir gelernt? Wissen, Zauberei. Also, Blutritus kannten wir ja schon. Das kannten wir, das kannten wir. Langsamer Fall, Seelenraub. Ich glaube, das war langsamer Fall jetzt, genau. Okay. Und was brauchen wir jetzt? Leuchtschleim und schmackhaftes Fleisch. Leuchtschleim. Wo kriegt man Leuchtschleim her? Hm.
Haben wir schon irgendwo Leuchtschleim gesehen? Ich würde sagen, wir gucken mal oben bei denen vorbei. Leuchtschleim. Ich weiß, es gibt hier in den hier, ich glaube auch im Außenbereich von einem Dungeon. Okay, dann würde ich sagen, ist das eigentlich der Punkt, wo wir sagen, okay, wir brechen zusammen. Ich nehme die Zauberspruchseiten mit. Ich nehme das hier mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Den Rest lassen wir mal da. Das kann man wegschmeißen. Du musst mir das Gelumpe tragen. Oh. Das kann man weg. So. Und dann gucken wir mal, was nehmen wir hier noch mit. Wir können das alles dann holen, sobald wir die Basis drüben haben und ein Pferdl haben. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, brauchen wir zwingend Stil. Ah ja, genau. Ich habe den Boss, der da oben auf dem Turm ist, zweimal gelegt. Und beim zweiten Mal hat er hier Trollgeißel fallen lassen. Immerhin 48. Hat keine Rüstungsdurchdringung, kriegt aber dann irgendwann, sobald wir soweit sind, diesen Aufsatz drauf, dass eben, glaube ich, 10% Rüstungsdurchdringung ist. Bis dahin haben wir vielleicht auch bessere Waffen gefunden. Sei es drum. So. Du kommst auf jeden Fall auch mit. Und ich würde die Gruppe einfach hier lassen. Ich nehme... nur den hier mitnehmen. Den haben wir schon auf Level 8 oben. Dann nehmen wir den mit. Dann haben wir 3 Stück. Da ist jetzt nichts dabei. Das nehmen wir mit. Das gebe ich da Dings zum Schleppen. Dann haben wir auf jeden Fall was. Ah, nee, wisst ihr was? Alles nehmen. Ich muss den abbauen. Warum? Warum muss ich den abbauen? Ich nehme den mit. Ich nehme den mit. Da ist das hier, das hier. Jetzt muss ich aufpassen. Also, das ist mein Gelumpe. Obwohl, ich kann jetzt hier einfach mal hergehen und den Leuten was geben. Du kriegst das hier und das hier. Das kann ich für... Das behalte ich. Das würde ich auch gern behalten. Also, dann kriegst du was zum Schleppen. Und zwar das hier, das hier, das hier. Und dann sind wir eigentlich schon im grünen Bereich. Das ist alles mein Werkzeug. Das hier brauchen wir zum Herstellen von dem Tisch. Soll ich das Gold alles hier lassen? Gold und Silber lassen wir da. Die Federn lassen wir auch da. Das Fleisch brauchen wir jetzt auch nicht. Den Atemtrank brauchen wir nicht. Das würde ich gern behalten, weil keine Ahnung, wann wir da wieder mal hinkommen. Rohasche brauchen wir in der Phase eh nicht. So, das heißt, wir sind so weit, dass wir aufbrechen können. Halt, wir nehmen natürlich noch Essen mit. Und da wird es jetzt, denke ich, schon wieder kritisch.
Kann man alles mitnehmen. Trinken brauchen wir nicht. So. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage. Ich will. Aber noch Platz. Aha. Ich will. Ja. Ich will auf jeden Fall zu den Pferdeln. Und von der und dann hier rüber. Das heißt, wartet mal. Ich muss mal schnell was schauen. Und zwar Games. Die Pferdeln sind hier. Das wäre ja gut, weil ich will ja hier hin. Das heißt, wir würden uns quer durchschlagen. Und zwar hier lang, rüber, durch. Okay. So machen wir das. Es wird gerade wieder hell. Wir haben alles eingepackt. Essen haben wir. Dann würde ich sagen, mal los. Glowing Goop. Leuchtschleim. Ups. Kleinen Moment. So, da wären wir wieder. Ja, ich will in der Folge auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, bis zu dem Platz kommen, wo ich dann mich niederlassen möchte. Weil dann kann ich wieder offscreen ein bisschen Zeug sammeln, bauen. Und sehr schön. Soon my teeth will taste your throat. Yep. Aber die Frage ist jetzt, nee, ich gehe jetzt hier nicht noch mal hoch. Mission für diese Folge ist A, überleben, B, auf der anderen Seite ankommen. Und das wird ein lang genuger Marsch. Aber ich hoffe natürlich jetzt auf der einen Seite auch, dass hier die Kollegen da sind sie. Ihr seid doch alle noch gebufft, oder? Ja. Ja. Und ja, okay. Mir geht es ja jetzt im Wesentlichen drum, dass die Wärmer schon hier langlaufen und auch den einen oder anderen Kill machen. Whimper in terror, fool! Doch ja. Bin die ganze Zeit überlegen, ob wir nicht irgendwo sozusagen außerhalb von dem Dungeon an diesen Leuchtschleim kommen können. Ist jetzt nichts Schlimmes, wir müssen nur zu dem Dungeon hinkommen. Zu dem Vault. Vault, Entschuldigung. Dem Vault hinkommen und gut ist. Also das ist jetzt nicht so. Ups. So. Hinterlassen. Eine Spur von toten Krokodilen. Ich
wusste jetzt nicht, dass ich da meine Stamina verheizt damit, aber ich musste durchrollen. Sonst hätte er mich erwischt. Wir können hier ganz kurz bei dem Lager vorbeischauen. Da kann man zumindest Sachen finden. Ja, komm. Have you nothing better, Pop? Auch nix. Da ist was, was man ausgraben kann, aber wir haben keine Schaufel. So. Jetzt gucken wir mal. Manchmal liegen hier Sachen rum. Oh, soll ich mal eine Spitzhacke mitnehmen? Das nehmen wir mit. Hat der schon Handschuhe? Nein. Dann, na. Nehmen wir die Handschuhe auf jeden Fall mit. Und du nimmst uns eine Spitzhacke ab. Brauchen wir nicht. Hier sind gleich Pfeile, aber Übungsschwert. Ne, die wiegen, glaube ich, nichts, gell? Also, ja, nichts. Okay. Dann weiter. Ja, eigentlich können wir hier drüber. So knapp wie möglich am Ding vorbei, hier an der Kante. Ja. Jetzt dann da lang, genau. Whimper in terror, fool. Die. Zwischendrin mal was killen, damit unsere Gefährten potenziell eine Chance auf ein Level-Up haben. Wie gesagt, zwei Fohlen idealerweise. Die halten nicht mehr so viel aus wie früher. Das heißt, man muss einfach die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass man sich, dass man... Curse you! Okay, so. Jetzt, ich werde den Crit auf jeden Fall investieren. Ich brauche ein bisschen mehr Ausdauer. War das jetzt? Crit ist doch Ausdauer, oder? Wir triggern den kurz, dann haben wir den auf der Map. Ich glaube, nehme ich das hier direkt davor. Niemand rumlungert, da hinten ist einer. Der Wolfsbrüder. Sehr schön. Da drüben irgendwo oder da ist ein Bärenboss und den sollten wir
dringend meiden. Macht einen Tod. My claws are sharp. You picked the wrong fight. Are yours. Sehr schön. Dann zerlegen wir den. Ah, da hat man. Wenn er nur das dicke Fell mitnehmen. Und hau noch. Kann noch jemand was nehmen? Du kannst dickes Fell nehmen. So, du bist. Wer ist aufgestiegen? Du? Ja. Da ist kein Platz mehr. Und 3,8. Okay. Und weiter geht's. Ich habe mein Essen im Blick, aber ich geiz da jetzt gerade etwas, weil ich natürlich das nicht sinnlos verbraten will. Also eher da lang. You picked the wrong fight. Curse you. Ja. Der spannende Teil kommt nachher noch. Das wird noch. Da werden die Gegner ein bisschen knuffiger. Wobei, ich sag mal jetzt mit den Begleitern, sag mal selbst, wenn ich jetzt nur den Trägerbegleiter hätte, ist, sobald man hier den Perk ausnutzt, dass die plus 20 Punkte kriegen, ist es enorm. Also, okay, irgendjemand ist aufgestiegen. Wir nehmen wieder bloß das dicke Leder mit. Und schon wieder? Nee, du bist nicht aufgestiegen. Du bist aufgestiegen. Und du hast auch das dicke Leder. Und das schmeißen wir weg. Und das schmeißen wir weg. Du aufgestiegen? Nein. Okay. Ah, hier sind dann die Gegner schon knuffiger, da sieht man sie. Und ich würde sogar da reingehen, wenn ich wüsste, dass da dieser Glowing, also dieser Leuchtschleim ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der da nicht ist. Ich bin am Überlegen, ob wir den Leuchtschleim nicht auch wirklich außerhalb von dem Ding schon gesehen haben. Aber ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wie gesagt, durchhecheln, Pferdeställe bauen. Also das ist jetzt das Stichwort. Und Eisen sammeln, ja. Wir haben überlegen, aber wir haben nicht so viel. Die Frage war natürlich, eigentlich bin ich ein Vollpfosten. Ja? Die Eisenpickel hätte ich mir gerade sparen können mitzunehmen. Da hätte ich lieber das Eisen mitgenommen, was ich schon gesammelt habe. Und auch das Eisenerz, das waren 2000, 3000 oder sowas. Das werden ja auch nochmal verarbeitet über, ja, auf jeden Fall über 1000 gewesen. So, wo sind wir denn hier? Ah, wir sind gut, wir sind gut. Und es ist erst 10 Uhr. Das Einzige ist, wir sollten, wenn es irgendwie geht, nicht von dem Mahlstrom erwischt werden, wenn wir
sozusagen da durchlaufen. Aber das haben wir nicht im Griff. Die lassen wir auch mal in Ruhe. Also ich werde auf jeden Fall hier bis zum ersten Attribut bis zum ersten Verbesserung. Whimper in terror, fool. Guck mal, was dick ist. Warum der es jetzt gerade eben das Ding in die Hand genommen hat, wissen wir nicht. Wir gucken mal kurz. Der ist nicht aufgestiegen. Dann wird es wahrscheinlich sie sein. Jawohl. Na. Und du kriegst ja auch einmal Happa Happa. So, und jetzt müssen wir gucken. Was habe ich gesagt? Die Pferdeln sind... Die sind... Hier müssten Pferdeln sein. Gucken wir mal. Blöde Schlange. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Action. Und tot. Und... Hier irgendwo dachte ich, aber müssen wir mal gucken. So, den Metzgern war, weil wir brauchen auf jeden Fall sowieso das Fleisch. Im Zweifelsfall muss ich es auch noch schneller her, bevor es verdirbt. Da ist Fohlen Nummer 1. Und da drüben ist, glaube ich, Fohlen Nummer 2. Okay, du bist überlastet. Also, und du nimmst jetzt ein Fohlen. Ich habe gerade noch mal eins gesehen, da drüben. Und dann nimmst du noch ein Fohlen. Oh, das heißt, wir sind also jetzt einfach Richtung Westen. You will never return to your den. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Eine Menge Eisen hier, aber brauchen wir alles nicht. Wir wollen straight nach Westen. Vor allen Dingen auch, um hier die Zone zu über... Ah, da wäre nochmal Pferdel. Aber...
Oh, sind ausdauernd. Das ist echt nicht wahr, oder? Jetzt hat er, glaube ich, aufgegeben. Nee, hat er nicht. Ah, jetzt will er nicht mehr, oder? Jetzt haben wir ihn gehauen und gesagt, ach nee, die wehren sich ja. Okay, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Ne, wir müssen doch da lang Richtung Westen. Ja. Ganz kurz beschleunigen. My claws are sharp, Pop. Are yours. Wieder voll Stamina, wieder Gas geben. Ja, ich kann mich schon mal dran gewöhnen, weil nachher, wenn ich natürlich mein diesen Charakter nachher der Verderbnis einheimfallen lasse. 40%, das heißt, ich habe dann noch weniger Stamina, noch weniger Ausdauer, noch weniger Leben. Leben ist nachher gar nicht so das Problem, weil ich werde ja meine Punkte, meine Attributpunkte in verderbte Attributpunkte umwandeln. Und das bedeutet, dass eine der Verbesserungen von den Attributen auf dem Gefährtenbaum ist, dass mein Schaden, die Hälfte des Schadens auf meine Gefährten verteilt wird. Was für die Gefährten jetzt nicht so toll ist, aber was für mich natürlich ein Riesenvorteil ist, weil ich dadurch einfach weniger in Aha. einen geringeren Hitpool brauche. Da sind auch Gegner, die lassen wir mal. Nein, die lassen wir. Whimper in terror, fool. My claws are sharp, pup. Are yours? Ja, doch nicht lassen. Also, schauen wir mal. Der hat jetzt, glaube ich, gerade ein Level-Up gehabt. Jawohl. 30 auf Leben. Das ist immer gut. Das ist einfach immer gut. So, das heißt, du kriegst wieder das rein. Ich kontrolliere nur schnell mal. Ist noch nicht. Ist noch nicht, okay. Alles klar. Weiter Richtung Westen. Richtung Westen. Wo die Sonne aufgeht. Ah, das ist gut. Das ist gar nicht schlecht. Da sind wir.
So was, wir gehen sogar zu unserem alten Startpunkt zurück. Da haben wir nämlich schon Schmelze und alles. Soon my teeth will taste your throat. Attribute und nochmal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das überhaupt nichts bringt. Ich habe immer noch 86 von 86. Kann das sein, dass die Prozente... Nee. Ja. Dann lebt er noch, der hat noch eine Weile. Soll ich nicht? Nee, wir gehen nicht. Wir gehen hier hoch. Weil hier unten hat es eh kein Eisen. Das. Nee, Blödsinn. Blödsinn. Was wir auch machen können, ist im Prinzip jetzt so ein bisschen schräger. So. Keule eher angebracht. Have you nothing better, pup? Have you nothing better, pup? You will never return to your den. Have you nothing better, pup? So. Kurzer Check. Ja, wir laufen hier lang und dann hier irgendwo durch. Nee, den wollen wir nicht. My claws are sharp, pup. God, take are yours. You picked the wrong fight! Whimper in terror, fool! Soon my teeth will taste your throat! You will never return... Jo, okay, weiter. Ja, aber auf der anderen Seite. Oh, seht ihr den da? Das ist. My claws are sharp. Are yours. So, da disponieren wir um. Lass mich mal ganz kurz gucken, wo sind wir? Dann laufen wir hier rein. Weil den müssten wir so großflächig umlaufen. Ich hasse ihn, ich hasse ihn. Oh. Itzy bitzy Spider. Taste death! Ach.
Voll. Also, okay, du kriegst mal Habba Habba. Du hast noch ein Buff, ja. Und du hast auch noch ein Buff. Ja. Pam 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 pam. Das ist jetzt doof. Kriegen wir den? Nee. Okay. Whimper in terror, fool! Okay, da müssen wir auch ein bisschen außen rum. da drüben müssen wir hin. Aber... Have you nothing better, pup? Hier, irgendjemand ist aufgestiegen. Er ist aufgestiegen. Das heißt, du... Okay. My claws are sharp. So, und dann ist noch mal jemand aufgestiegen. Das geht aber jetzt hier echt fix. Na? Hat er schon gezählt? Ja, okay. Okay. Uns wird eh bald duster. Was okay ist, weil dann kann ich das Fleisch, was ich noch gefunden habe, oder gefunden habe, was wir geholt haben. Oh, ich muss was trinken. Curse you! Könntet ihr da bitte mal ganz kurz den Akku übernehmen? Have you not? Soon my teeth will taste your throat. My claws are sharp. Are yours? Ohoho. Ja. Ah, wir haben bald das nächste Level ab. Ah, die Klauen. Okay, also jetzt gucken wir mal. Ich habe... Nein. 86 Ausdauer jetzt. Und ich gehe her. Beweglichkeit. Geringfügig. Genau, ne, das ist schon hier. Also. Und 88. Ja, das wird halt vom Ding gefressen, sozusagen. Von meiner Verderbnis wahrscheinlich, weil... Okay, den nehmen wir natürlich mit, weil der ist ein Boss. You will never return to your den. Curse you! Mini-Boss. Soon my teeth will taste your throat. Whimper and take you. Oh, ich bin festgesteckt. My claws are sharp, pup. Are yours? Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer.
better, pup? Ja, aber den kriegen wir dann. Jetzt aber weg und trinken. Jetzt hat er mich gerade erwischt, ohne dass er seinen Spezialschlag macht. Und wenn er... Ja, genau. Wenn der mich dann erwischt, dann ist... Okay. So, dann bin ich mal gespannt, was der gibt. Dämonenblut nehmen wir auf jeden Fall mit. Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, weil das brauchen wir natürlich. So, Dämonenblut, das brauchen wir, haben wir gesagt. Das, ist egal. Das können wir wegschmeißen, weil das vergammelt eh gleich. Das können wir wegschmeißen, das können wir wegschmeißen. Und schon sieht es wieder ganz gut aus. Kleinigkeit essen, sieht so, dann würde ich... Aber irgendwo hier das Nachtlager aufschlagen. Auch ein Baum, für ein bisschen Holz. Da ist auch ein Stein daneben, das ist prima. Zwei zurück. Tab. Lagerfeuer herstellen. Holz rein, Essen rein, köcheln. So. Ich würde sagen, ich hole euch wieder zurück oder dazu, wenn es hell wird. Bis gleich. So, es wird hell. Ich habe eine Foundation gelegt, damit wir nicht von einem Ambush überrascht werden. Und es geht weiter. Wir sind jetzt gleich wieder im dem Flusstal. Terror, fool! Have you nothing better, pup? So, und da drüben läuft ein Fleischlieferant rum, den wir nicht hinterherhetzen müssen. Soon my teeth will taste your throat! My claws are sharp, pup. Are yours? Und der blutet. You will never return to your den. Das heißt, ich kann natürlich ganz anders Schaden machen. So. Und den zerlegen wir. Und dann habe ich eine Bosskreatur, den Kopf bei der Gelegenheit gleich mitgeholt. Okay, das heißt, jetzt auch mal ganz fix das Zeug loswerden. Und gucken, was auftaucht. Oh, prima. Soon my teeth will taste your throat. Whimper in terror, fool!
You will never return to your den. Gods take you. Auf einen, genau. Und jetzt den nächsten. So, da haben wir gesagt, da holen wir das dicke Fell raus. Du bist der mit dem dicken Fell. Da haben wir doch noch mal welche rumliegen. Da. Nein, du dickes Fell. Das brauchen wir jetzt nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das kann man nachher noch zubereiten. So. Nein. Okay, also. Rüber. Das kann weg. Das brauchen wir auf. Ah, das hast du doch noch. Du müsstest doch schon Ding haben, jawohl. Okidoki, dann mal weiter. Und jetzt sind wir eh gleich unten. Das ist gut, weil ich muss dringend was. Demnächst dringend was trinken. Have you nothing better, pup? Whimper in terror, fool! Hoho, der ist schön geflogen. So, und wir sind gleich am Fluss. Sehr schön. Wenn so schattig wird, denke ich mal, oh, okay, kommt ein Sturm. So, und die Flasche wieder auffüllen. Und dann geht es jetzt zum eigentlichen Ziel. Lass uns mal in Ruhe. Bin mal gespannt. Also wie gesagt, für mich ist es das erste Mal, dass ich hier mehr auf der Westseite von der Insel mein Spiel beginne. Ich hatte in irgendeinem Spiel mal da unten einen ganz, ganz kleinen Außenposten. So ein, ich habe die immer Expeditionslager genannt. Ich habe da mit dem Mod Extended Cartographer gearbeitet. Und das bedeutete, dass ich dann da einen Obelisken aufgestellt habe, der es mir ermöglicht hat, ein paar Schnellreise in die Gegend zu reisen. Und dann war das. Jetzt geht's aber. Whimper in terror! So. Könnt ihr mal den da? Taste death! Whimper in terror, fool! So, zuerst mal schnell meinen Attributpunkt vergeben. Und wir hatten. Du hast 15 auf Leben. Ihr hattet schon 35 auf Leben. Das ist natürlich Hölle. Das ist echt cool. So, das wollte ich hier geben. So, du hast. Auch ein Update.
bist Level 14. Und du kriegst auch ein Update. Level 12, okay. Geht auch schon ganz gut. Und wir sind schon bald da, wo ich hin will. Da vorne irgendwo nach der Kurve müsste der Wasserfall sein. Denke ich mal. Komme ich hier schon hoch? Jawohl, ja. Hier ist der Wasserfall. Und hier würde ich mich niederlassen. So. Ganz schnell. Jetzt machen wir erstmal irgendwo. Wir müssen anfangen. Aber ich werde Torch sicher bauen. Sprich mit Säulen und Ceilings arbeiten. Soon my teeth will taste your throat. Wir machen alles weg. So, und das heißt es Sandstein. Langt's mir schon, ja. Halt. Ah. So, lass mich mal gucken. Ah, wir machen was. Das wird hier der erste Turm. Dann gehen wir da rüber. Da ein Turm. Dann würde ich sagen, damit ich das hier ausgerichtet kriege. 1, 2. Eigentlich will ich das ja schon so haben. Ist doof. Ich will da eine schöne Brücke drüber haben. Langsam für eine Ceiling. Nein, was fehlt? Stein. Du hast ein bisschen mehr Stein, wie wir brauchen. Das heißt, die erste Ceiling langt auf jeden Fall. Und damit kann ich eigentlich mal eine Bench bauen. Das ist dann entlasten wir hier schon mal den Träger. Das heißt, ich brauche das und das. Werkstätten. Zauberei. Die stellen wir mal hier hin. So. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen Zeug reinpacken, damit wir uns ein bisschen besser bewegen können. Das können wir wegschmeißen. Das hier. Ich brauche gleich ein Feuer. Ich brauche ein Lagerfeuer. So, dann haben wir da Kohle haben wir noch nicht. Das hier rein. Ich muss jetzt
alles in Essen verarbeiten, was geht. So. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Nicht so super spannend, aber wir haben wieder einen Mordsfortschritt gemacht. Wir sind jetzt wirklich von hier bis hier rüber. Mordsausflug. Alles zu Fuß. Wir haben zwei Fohlen. Wir haben zwei Minibosse gelegt. Wir haben einen großen Boss erfolgreich umgangen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, seid so nett. Gebt mir einen Daumen nach oben. Da helft ihr mir super damit, bei YouTube einfach ein besseres Rating zu bekommen. Und dass meine Videos eben mehr vorgeschlagen werden. Ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben. Das würde mich natürlich auch riesig freuen. Und natürlich den Channel abonnieren. Und ansonsten wäre es einfach toll, wenn ihr in der nächsten Folge hier wieder mit dabei wärt. In Conan Exiles, Exiled Lands oder Isle of Sibda. Beides Age of Sorcery, beides Gameplay mit Mods. Und bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen. Und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Bye, bye.